Dankeschön vielmals. Es freut uns mega, dass wir nochmal auftreten. Wir haben euch extra einen Text mitgebracht, der zur Saison passt. Und er heisst Alle Jahre wieder. Schon wieder Weihnachtszeit. Noch immer Student. Schon wieder kein Geld. Noch immer Single. Unsere Welt ist dumm, aber schön dekoriert. Und wie alle Jahre wieder melden wir uns in unserer Not als Sammy Klaus und Esel im Zolliboli. Und wie alle Jahre wieder gibt's Streit, wer der Esel sein darf und der Sammy Klaus sein muss. Und wie alle Jahre wieder fällt die Entscheidung nach 6 Liter Glühwein und 2 kleineren Schlägereien. Mit Bart und Eselsohren stehen wir also da. Verloren zwischen kilometerlangen Regalen voll mit irgendeinem Scheiß. Plastiklametta und künstlichem hochgiftigem Kunstschnee. Und schon hockt uns der erste Goof auf unsere Schoß. Er ist sehr dick und stinkt nach Red Bull. Ich wünsche mir Lego Ninjago, ein Playmobil-Piratenschiff, ein Steinschleuder, ein Pfeilbogen, ein Messer, ein Schwert, eine Lanze, ein Morgenstern, ein Pfeil mit Wiederhöckli dran, eine Kiste Handgranaten und ein Gewehr. Aber dann eins zum Repetieren und ein vollautomatisches. Geschockt schauen wir auf und sehen die Mutter vom Bub, die uns wohlwollend zunickt. Ihres Doppelkinn schwabbelt stolz und andächtig. Geschockt schauen wir in unseren Sack. Und alles, was wir dort finden, ist ein verdröchnetes vertröchnetes Mandarinli und ein noch viel vertröchnetes Biberli. Und ein ganzer Haufen Frustration. Wir stöhnen auf, schauen den Goof an und flüstern in sein grausiges Ohr. Weisst eigentlich, was du für ein kleines, dreckiges, asoziales Arschloch bist? Der Bub fängt an zu zappeln. Aber wir haben ihn fest. Der Mutter zwinkert mir derweil vertrauenswürdig zu. Heb doch deine Schnurren, du kleine Goof. Du widerliches Wohlstandsschicke Gipfeli. Du Schlabberkeks. Der Bub quiekt. Der Esel stopft ihm schnell das verdröchende Biberli ins Maul. Das Mami schwabbelt fröhlich. Der Bub schwabbelt panisch. Aber das Mami merkt das nicht. Komm, sei brav, mein Sohn. Ich hoffe, dir ist klar, dass all die schönen Spielsachen, die du dir da wünschst, aus Blut von kleinen Kindern in deinem Alter gemacht sind. Angst und Verderben. Tod und Trauer. Überall auf der Welt. Der Mensch ist eine Marionette. Gelenkt von Maschinen. Bub, jetzt lass mal zu. Soll die in meinen Sack tun, hä? Soll die meinen Sack sperren und abschicken in ein richtiges Kriegsgebiet? Willst du das? Hey, willst du das? Dann sehen wir dann, wie weit das kommst mit deinen mickrigen Pfeilen mit wieder Höcken dran. Ich sag dir eins, weil du jetzt auch das kleinste Problem hast. Und ich sag dir noch etwas. Hättest du es gerade verdient. Weil du bist dumm. Du bist egoistisch. Du bist selbstsüchtig. Und du bist unwissend. Und mit jedem einzelnen von deinen Wünschen machst du die Welt ein kleines bisschen schlechter. Zu wenig Liebe. Zu wenig Menschlichkeit. Und an Weihnachten. Dem Fest von der Liebe. Wünschst du dir eine Spielzeugwaffe? Du kleine martialische Konsumsau. Überleg dir in deinem kleinen, fettigen Köpfchen gut, ob du so ein Mensch sein willst. Da dabei klüben wir den Büblen mit den Fingernägeln ganz tief in sein fettes Ränzchen. Der Goof speut das Biberli am Boden. Und fängt aus vollem Hals an schreien. Das Mami wird hurenbleich. Und fängt auch an zu schreien. Und walzt auf uns zu. Wir springen auf. Der fette Bub wird kraftvoll weggeschleudert. Was ist nur los mit uns Menschen? Schreien wir synchron in die weite Halle vom Zollibolli. Wir sind alle Sklaven vom Kommerz und dem Konsum. Steht auf, wenn ihr wisst, für was das Fest gefeiert wird. Steht auf für einen Frieden. Steht auf für Gerechtigkeit. Für den Mindestlohn. Und für die Rechte der Frau. Eine junge Verkäuferin versucht uns zu stoppen, indem sie ruft: Halt! Bitte halt! Das geht uns jetzt gerade herzlich am Arsch vorbei. Weil wir sind voll in unserem Element. Wir fassen uns um die Schulter und fangen an zu singen: Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao! Viel weiter kommen wir aber nicht. Weil uns die Filialleiterin einen Taser in den Rücken rammt. Und 2000 Volt durch unsere Adern pulsieren. 500 Kinder beobachten mit Schrecken, wie Sammy Klaus und Esel zusammenbrechen. Und anfangen zu brennen.
Der Tag ist im Arsch. Doch Weihnachten gerettet. Gerichtsverhandlung. Schmerzensgeld. 15'000 Franken je. Und jetzt heute liegen wir am Strand in Dubai. Und auf unserem neuen iPad schreiben wir ein Manifest. Gegen die Ungerechtigkeit. Und gegen den Kapitalismus. Während uns Eingeborene die Füße massieren. Ja. Unsere Welt ist dumm. Aber schön dekoriert. Dankeschön.